Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Diesmal geht es um die Sannis, nee, Sansi Outdoor-Leuchten. Da haben wir gerade schon ein Unboxing gemacht. Jetzt kommen wir zum Hardware-Video. Die sind wirklich schwer. 1169 Gramm, wenn ich mich noch recht erinnere. Recht erinnere. Also über ein Kilo. Die haben schon ordentlich Gewicht, aber jetzt geht es darum, dass wir uns die Hardware mal genauer angucken und vor allen Dingen, dass wir sie auch anmachen werden. Wie gesagt, ihr habt die Lampe mit bei, ihr habt eine Fernbedienung mit bei, ohne Batterien, eine Anleitung habt ihr auch und dann halt hier so eine Schraube zum Versenken, weil die ist wirklich, also mit einer Mutter, also die ist wirklich sehr, sehr schwer. Oder? Ach nee, das sind Ersatz für hier. Nö, nee, hier sind Kleine drin. Gut. Wie gesagt, das Ding wiegt 1169 Gramm. Es ist wirklich schwer. Wir können hier fast durchgucken. Ah, ich zeige euch mal von der anderen Seite. Hier hinten kommt dann der Stromkabel raus. Ich habe das jetzt einmal hier so durchgelegt, dass man das dann halt hinstellen kann und man kann es auch so hinstellen, aber wenn der Stromkabel hier hinten durchgeht und hier drüber ist, dann könnt ihr sogar bis so einer Schräge machen, weil wenn es hier vorne rauskommt nur, dann könnt ihr nur bis zur Hälfte in etwa machen, weil sonst würdet ihr den Stromkabel abknicken. Massives Gewicht, habe ich schon gesagt. Und dann haben wir hier noch eine Fernbedienung mit bei, An-Aus, verschiedene Lichtfarben und M1 bis M4, was wahrscheinlich Modis sein werden. Wir haben auch die einzelnen Farben, weiß, rot, grün, blau, die wir ansteuern können. Wir werden uns das jetzt gleich mal angucken. Ich mache die jetzt erstmal in den Strom rein. Doch, die ist schon sehr hell. Ich mache jetzt einfach mal mein Licht aus. So, ich habe auch das Kameralicht ausgemacht. Und ich mache euch mal ein Stück nach unten, damit ihr das so ein bisschen seht und mich so ein bisschen seht. Ich mache die mal so ein bisschen so. Also die sind schon extrem hell. Die sind richtig, richtig hell. Ich mache mal lieber so, dass es euch nicht, euch blendet so oder so, auch mich auch. Ich mache mal Richtung Wand. So, wir haben weiß, rot, grün, blau. Blau finde ich, oh Gott, blau, das ist ein richtig kräftiges Blau. Ich finde das echt cool. Aber jetzt interessiert mich auch Türkis. Das Türkis so in etwa. Also, wir haben viele Farben mit bei. Ich werd die auch gleich mal zur Wand richten. Machen erstmal weiß. Wir gucken das gleich oben an. Ich will jetzt nur mal durchtesten. Achso, hier verschiedene Modi. Geht da die Farben durch? Also sind die verschiedenen Grundfarben, dass sie denn blinken. Da müsste man sich das durchlesen, ob man das ändern kann. So, ich gehe jetzt einfach mal die Farben durch. Warte mal, ich muss erstmal. Aha, okay, das ist von links nach rechts, nicht von oben nach unten. Gut, wir fangen mit Orange an.
Und das ist jetzt praktisch nicht von oben nach unten, sondern man muss es halt von links nach rechts gehen, dass man das merkt. Das finde ich ganz schön. Navy. Ja, Navy gefällt mir auch. Also so eine reine Grundfarbe haben wir einzeln hier oben in der obersten Reihe und unten sind eher so die Farbtöne. So, ich mach mal zur Decke und leuchte euch auch mal zur Decke. Da kann man das vielleicht ein bisschen. Hoppala. Ich weiß nicht, ob mein Stativ das aushält. Muss ja mal gucken. Ja, doch, ihr seht was. So. Wie gesagt, ich habe die jetzt zur Decke gemacht. Also ich kann jetzt leider meine Kamera nicht sehen. Oh, ist das hell. Ja, doch, da seht ihr das vielleicht ein bisschen besser, wie schön die Farben sind. Das ist heftig. Das. Oh. Was ist denn das für eine Farbe? Aqua. Cyan. Oh, ich finde das Aqua eigentlich ja nicht mal so schlecht. Also das Aqua gefällt mir. Das macht das sieht zwar weiß aus, aber das soll halt so ein Grünstich sein. Sagen die hier. Das ist grün und dann geht es hier in den Sch grün in schwächeren Formen. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass mich das Gelb in den schwächeren Formen ein bisschen interessiert, aber nee, das Aqua gefällt mir ganz gut. So, und jetzt machen wir sie mal dunkel. Und jetzt machen wir sie hell. Also, das ist schon. Ich muss dunkler machen. Wenn ich genau davor bin, das ist es einfach zu heftig. So. Ich werde jetzt mal kurz die Lampen, die habe ich jetzt wie gesagt nur vor mir stehen. So. Ich werde jetzt nur von diesen Lampen beleuchtet. Die sind wirklich extrem hell. Ja, jetzt ist halt rot und grün an. Man sieht die Streifen so schön. Ich habe es extra runter geregelt. Jetzt ist das Rot ein bisschen mehr. Jetzt ist das Grün ein bisschen mehr. Jetzt kommt Blau dazu. Jetzt ist Rot-Grün. Na, Blau ist auch noch an. Aber Grün ist mehr an. Jetzt ist Grün extrem stark und Rot kaum zu sehen. Ja, es ist eine Mischung aus Blau und Rot. Jetzt ist Rot weg, jetzt ist nur Grün und Blau an. Also ich rein vom Reingucken jetzt, was man ja eigentlich auch nicht machen soll. Rein vom Reingucken würde ich jetzt sogar sagen, dass das Grün ein bisschen stärker als das Blaue ist. Aber es ist halt eindeutig ein Blau. Jetzt ist das Grüne nochmal stärker. Grün wieder stark, rot schwach. So. Aber wie machen wir das? Also das ist eine gute Mischung. Und wenn wir jetzt nur rein weiß machen, das wäre jetzt weiß, dass rein theoretisch sollten jetzt alle gleich stark sein. Wobei ich sagen muss, das Blau finde ich, sieht jetzt vom Reingucken etwas schwächer aus. Nur rot, nur grün, nur. Mal, da haut was nicht hin. Weiß, rot ist, da ist nur rot an. Grün ist nur grün an. Bei Blau leuchtet minimal grün auch noch mit. Also man sieht, ja gut, es kann sein, dass grün nicht wirklich leuchtet, aber da, wo die LEDs drinne sind,
Sieht jetzt so aus. So, jetzt machen wir mal. Oh, schon. So. Ich gucke jetzt mal weg. Also das ist die hellste Stufe, wenn man sich vorstellt, dass das jetzt von oben kommt. Aber dann vielleicht na, was ist er denn jetzt? Ja, so ein Aqua. Ein Aqua so von der Seite oder von oben. Müsste ich mir danach immer eine Aufnahme angucken, weil ich sehe jetzt gerade auf meiner kleinen Dings nicht viel. Wir müssen das mal ausmachen. Oh. So. Und mein Turm ohne an. Also die ist wesentlich stärker, als ich gedacht habe. Ich werde mal vielleicht heute Abend noch mal ein Video machen, wenn wirklich alles stockdunkel hier im Haus ist. Und werde die heute Abend mal anmachen. Und vielleicht mal gucken, dass ich morgen mal zu meiner Mutter Nachmittag, auf den späten Mittag, die mitnehme und im Garten anschließe. Und vielleicht da noch mit dem Handy ein bisschen filme. Da bin ich mal gespannt, wie denn bei der Wiese und bei den Bäumen aussieht. Das sieht bestimmt richtig geil aus. Also wie gesagt, für den Outdoor-Bereich ist die geeignet. Man kann sie auch für drinnen nehmen. Es ist extrem hell. Extrem hell. Sehr schwer. Massiv. Macht einen sehr hochwertig verarbeiteten Eindruck. Also es sieht wirklich alle toll aus. Ist keine scharfe Ecke, Kante. CE-Zeichen ist auch drauf. Also für mich sieht das echt von der Qualität sehr gut aus. Also es ist jetzt keine Fotoleuchte, um Fotos auszuleuchten oder so, weil wir haben halt hier, die Lumenzahl ist anders und wir haben hier kein reines Weiß, sondern das Weiß wird halt erzeugt durch rote, blaue und grüne LEDs. Aber wir haben die praktisch hier nur also nur hier außen ist so ein Halbkreis jeweils. Also hier ist rot, hier ist grün und hier ist blau. Und damit werden die Farben erstellt. Ich werde mal so, doch, da seht ihr das. Also rot-grün könnt ihr sehen und die andere, was da unten im Halb, also hier unten ist, das ist blau. Ich habe eher gedacht, dass die in der Mitte leuchten, aber nein, die leuchten hier außen rum. In der Mitte leuchtet gar nichts. Und wie gesagt, die machen einen wirklich ein schönes Licht. Aber über die Schwere habe ich mich wirklich gewundert. Also die sind wirklich massiv. Massiv. So, wir werden die jetzt weiter testen. Ich werde die mal auch im Stream heute Abend mal anmachen oder morgen Abend. Ich weiß nicht, ob ich heute streamen kann. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde dann auch noch ein Fazitvideo dazu machen, wenn ich sie eine Weile benutzt habe. Aber dafür muss ich sie erstmal eine Weile benutzen. Ja. Und dann würde ich mich hier verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.